Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumble World 2 mit Sparta. Und ja, letzte Runde hatten wir eine ziemlich spannende Schlacht mit den 300. Und ja, General ist gestorben, was aber kein Problem ist, weil es ein gegnerischer war. Und hier will ich das probieren. Ja, auch wenn er sehr viele Plänkler hat. Aber solange meine Phalanx überlebt, bis er angreift, ist alles in Ordnung. So. Periökische Hopliten. Hopliten. Verrotter. Perioken. Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. Periökische Hopliten. Sparta. Steinschleuderer. So. Dida muss überleben und die können die ganzen Geschosse auf die vergeuden und dann ja, ist alles gut. Ich will also die Plänkler-Kavallerie ist nicht so die stärkste, deswegen versuche ich die Bogenschützen zu fokussieren. Männer wanken. Ja, das ist gut. Also den bekomme ich noch klein. Den da auch. So lange halten die noch aus und danach, sobald ich den habe. Okay. Laufe ich auch hier weg. Ja, wobei. Der feindliche General ist tot. Ich mache aber hier schon mal Platz, damit die schnell durchkommen. Also die halten sehr viel aus. Sich könnten, kann ich dann ja auch mit der Phalanx kommen. Ich dachte, die brechen hier einfach durch und das war's. Ja, wunderbar. Easy. Unser General wird angegriffen. Zu Befehl, bereit. Zu Befehl, eure Befehle, zu Befehl. Da mache ich mal den Weg frei für die Phalanx, ne?
Sind die bald mal fertig hier? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, den bekommen wir auch fertig jetzt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Okay. Fertig. General habe ich ja schon gekickt. Ja, also die hätte ich anscheinend nicht gebraucht. Super. Das ist ja herzallerliebst hier. Armenien, bist du dir wirklich sicher, dass du gegen mich kämpfen willst, ne? Vor allem, also, ja, sie sind mein Klientel, aber Pyrosieg. Ja, okay, ja. Ja, fast die Hälfte habe ich verloren. Nochmal der zweite Versuch? Da brauche ich nicht mal selbst zu spielen hier. Was ist los bei dir? Du hast keine. Bist du narrisch? Du hast keine eigene Armee. Also die beiden Armeen, die gerade angegriffen haben, waren die größten, die er hat. Entschuldigung. Oh, jetzt kommt der auch noch. Lass doch einfach mal meine Armeen in Ruhe hier. Das ist ja grausam. Ach, der, okay, der geht da einfach bei den Römern an Land und ja, geht dann zu mir. Ernsthaft? Bunny, der hat sich. Woher hat er das ganze Geld? Der hat sich jetzt komplett eine Söldnerarmee aufgebaut. Ich habe null Chance zu gewinnen. Hat er mal angeschaut, was ich habe? Und ich habe eine Mauer. Junge. Na gut, kämpfen wir. Also, ich sag, er hat 0,00 Chancen. Der hat echt keine Chance. Also die ganzen Pferde sind schon mal weg. Die kann er vergessen. Die da sind weg. Die kann er auch vergessen. Natürlich greift er von hier an. Ja, keine Ahnung. Entschuldigung. So, das heißt, hier kommt die Pikenphalanx hin. So. Und hier kommt alles andere hin. Und das will er jetzt gewinnen. Irgendwie. Irgendwie will er das jetzt gewinnen. Und ich weiß echt nicht wie. Wache halten! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Steinschleuderer! So. Ouch. Das
geht voll gegen die Ding. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Schnupfen. Ja, ein bisschen habe ich getroffen. Ah, schon wieder die Leiter. Okay, wenn der gewinnt, ich wüsste echt nicht, wie er das gewinnen soll. Also wenn er jetzt plötzlich so viele, also saukrasse, eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition Damage-Einheiten hätte, die ich noch nicht sehe. Also, er hat halt viele Söldner und Söldner sind allgemein ziemlich gut. Das stimmt schon. Aber, das war viel zu tief. Aber das war's halt. Also die Gladiatorinnen, die machen halt ultra viel Schaden. Die machen sehr schönen guten Schaden. Aber ich bezweifle ein bisschen, dass die durch die Phalanx kommen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay. Ja. Also, ja, ich bin mal sehr gespannt. Oh, verdammt. Ah, ich vergesse dir immer. Ich bin mal sehr gespannt, wie er das schaffen will. So, jetzt geht er hier runter. Ja. Unser General wird angegriffen. Selbst wenn er das schafft. Ja. Dann habe ich hier noch vier Einheiten, die ich hier sehr gut blocken kann. Zwei habe ich ja verloren und der hat schon sehr viel verloren. Okay, jetzt geht er hier hin, was für ihn auch sehr viel mehr Sinn macht. Also kommen auch die Peltasten hoch.
Aber ja, die schickt er auch in Nahkampf, also. Zwei, immer noch nur zwei Wir haben verloren. die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Tja, dann kann ich wieder hoch. Du kannst auch nach oben kommen. Du kannst auch. Vier haben die verloren. Insgesamt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sie war nie gegen uns. Wir haben die Tore eingenommen. So, gut. Wäre echt interessant, habe ich ja schon mal ge gemeint, wäre echt interessant zu sehen, wie der das eingenommen hätte, wenn wir nicht da wären. Also, klar, also, er hätte erstmal die ganzen Einheiten auf die Mauer gestellt. Da hätte er gewonnen, weil Wir haben die er versteckten feindlichen so Einheiten die entdeckt. Gladiatorinnen und so weiter, sie sind sehr viel besser. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition Und verbraucht. ja, nicht so laut bitte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Genau. Und die Legion, also 777. Und die Pikeneinheit hätte er nicht dahin gestellt, wo ich sie hingestellt habe, sondern ja, die stellt er ja immer ganz weit hinten hin. So, wieder versklaven. So. Die 300. Genau. Ich kann gerade eh nur. Nur die feindlichen hernehmen. Mission erteilt. Öffentliche Bauarbeiten. Rang erhöht. Okay. Die 300. Ach, ihr Armen. Okay, jetzt ist hier auf jeden Fall schon mal die letzte Mauer. Die unterstützt euch ziemlich, hoffe ich. Und hier wurden auch die ganze Zeit. Einheiten weggenommen. Das ist echt schlimm hier. Kannst du bitte immer noch nicht. Aber nächste Runde, ich kann sie dann töten. Ah, das ist so wichtig. So, hier oben. Warum hast du das gemacht? Schau mal, also hier ist die Armee und hier ist die Armee, also Armee in Anführungsstrich. Und er hat zwei Länder. Und da kommt er zu mir und will mich übernehmen. Und ja, Mann, der ist so winzig. Und der weiß das, weil er mein Klientelkönigtum ist. Das ist so verrückt. Okay, bald habe ich neue Leute. Die ist schon 69. Die ist 45, hat aber auch einen Mann. Die ist 70, 44, hat auch eine Frau. 37, hat noch keinen Mann.
Spitzzüngiger Ehemann. Ja, das ist doch erotisch. Und überlegene Ehefrau. Ja, das passt doch. So. Genau. Vermächtnis. Ja, bis der Basilisken. Nenne ich dann auch um. So, Bürgerkavallerie 4 Stück, spartanische 4, königliche Spartaner 2, 4, 5, 6. Die Heldenspartas kann ich nicht mehr. Und 2 von denen und 3 von denen. Weil ich könnte. Nee, das passt. Hier sind die Helden-Spartas, oder? Ja, hier die 2. Gut, königliche Garde, ja, passt ja. Soll ich die raustun? Soll ich die da raustun? Naja, muss ja eigentlich nicht, weil hier ist ja. Hier ist ja auch meine Armee dabei. Der pusht gerade auch seine Armee. Okay, Spartas Mythos ist jetzt fast wieder geheilt. Hier kann ich auf jeden Fall weitergehen. Der Tempel kommt hier rein. Ja, mache ich mal Fische und ja, Versammlungsort. Okay. Hier ist ja die öffentliche Ordnung immer noch gut, obwohl der mit 2 Einheiten hier pöbelt. Kann ich euch behilflich sein? Armee-Sabotage. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch befördert wird. Hexe. Gut. Hier mache ich so. Ja, und ja, Musterungsfeld mache ich mal, weil der da sieht schon ziemlich hungrig aus, sag ich mal. Aber er kommt, glaube ich, nicht innerhalb von einer Runde dahin und nächste Runde habe ich hier eine Garnison. Was gibt's denn im hohen Norden? Im hohen Norden muss ich jetzt nach hier hoch. Das passt alles. Tempel habe ich hier. Hier mache ich Gehöft. Du kannst ruhig im Gewaltmarsch gehen. Das heißt, wenn wir hier. Was mache ich denn hier gerade? Wieso mache ich das gerade? War das noch wegen der wegen den war das noch, weil hier waren ja auch irgendwo, weiß ich jetzt nicht mehr wo, irgendwo waren hier doch mal die Abtrünnigen von uns. War das deswegen noch? Aber wieso baue ich hier eine Armee auf?
Naja, warum nicht? Genau, hier baue ich einmal die da. Vier Runden brauchen die. Hier, die habe ich bald. Und hier kommt jetzt noch eine Fullstack-Armee. Und 2, 3 Pikiniere. Die Pikiniere wurden aufgelöst. Also mindestens eine Pikinierseinheit. Das Nährteil ist schon krass. Einfach mal, damit hier wieder ein bisschen Einheiten sind. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ja, dann werden wir nächste Runde hier auf jeden Fall mal weitermachen. Und ich hoffe, nächste Runde werden wir zumindest hier die Bedrohung ein bisschen ausmerzen. Also hier gibt es schon sehr viel weniger Probleme. Also sehr viel weniger rote Armeen. Das werden wir nächste Runde auch machen. Und also mit der Armee die Armee schlagen und mit denen werde ich weiter runtergehen. Dann würde ich hier auch eine Flotte machen und hier das einnehmen. Oder am besten einfach hier. Ich habe halt hier keinen Kriegshafen. Kriegshafen habe ich hier. Aber hier könnte ich Flotte aufstellen. Könnte ich auch eine Flotte aufstellen. Das werde ich jetzt auch machen. So, eine Runde. 2, 4, 6, 8. So, 4 Runden. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Und schaut mal beim Stream vorbei. Momentan ist da Pause, weil ich nicht zu Hause bin. Ich bin an der Nordsee, mache ein bisschen Urlaub und leider auch Arbeit. Und genau, dann sehen wir uns bald wieder. Entweder hier die nächsten Tage oder eigentlich morgen. Oder dann Montag und Dienstag eben auf Twitch. Bis dahin, macht's gut, bye bye.